Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstrickung. So, jetzt habe ich es doch noch geschafft, mich hier nochmal eben hinzusetzen und ein kleines Video zu drehen. Eigentlich bin ich noch krank. Ich glaube, man hört es auch noch ein bisschen. Und vielleicht muss ich zwischendurch mal die Kamera ausstellen, um so ein bisschen wild rumzuhusten. Ich muss mir mal was zu trinken schon mal einschenken, damit ich nicht gleich in Not gerate hier. Ja, ich wollte nämlich mal. Ich muss mal mit jemandem sprechen über Stricken und Häkeln, weil mein Umfeld sagt dann immer, ja, schön, ja, kannst du auch noch was anderes erzählen. Und deswegen erzähle ich euch das jetzt, was ich trotz meiner Krankheit so gemacht habe, weil ich habe ja auch dann, das stimmt nicht, ich habe nicht so viel Zeit im Bett verbracht, weil ich zwischendurch noch Besuch hatte und so. Aber, ja, die letzten 2, 3 Tage und zwischendurch habe ich auch immer mal im Bett gelegen, ja, weil mir ging es echt auch nicht gut. Dabei fällt mir ein, bei Facebook haben mir so viele Leute gute Besserung gewünscht und so vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und auch an Steffi und an Sonja und an Ramona und alle anderen, die ich jetzt vielleicht nicht aufgezählt habe, aber die an mich denken. Vielen Dank nochmal für die guten Genesungswünsche. Ich trinke mal einen Schluck. So. Ja, ich habe ja immer Angst, dass ich irgendjemanden vergesse und ich vergesse garantiert immer irgendjemanden, weil das mittlerweile so viele nette Menschen um mich herum sind. Und ja, ich wollte mir eigentlich auch einen Zettel machen, alles aufschreiben. Aber ich habe mich jetzt spontan entschlossen, gerade eben im Bett so dachte, oh, ich muss jetzt mal hier was anderes machen. Ich kann jetzt keinen Film mehr gucken. Kein Michel und auch keine Madita und keine Pippi Langstrumpf. So, ich musste nämlich die ganze Zeit so Kinderfilme gucken. Weil in mir drin war es so duster und da dachte ich, komm, mach dir mal ein bisschen bunte Gedanken. Und dann habe ich versucht, irgendwie schöne Weihnachtsfilme zu finden, aber es gibt eigentlich kaum welche. Es gibt nur eigentlich einen, der für mich schön ist. Der heißt Das Wunder der Weihnachtsnacht oder so. Ist, glaube ich, ein skandinavischer Film. Gibt es bei Amazon Prime, aber leider jetzt gegen Geld, aber den musste ich mir angucken. Das Wunder einer Weihnachtsnacht, so heißt er. Wunder, wunderschön. Oh, davon könnte ich jetzt 300 Filme hintereinander gucken. Aber so viele schöne Weihnachtsfilme gibt es ja leider nicht. Entweder sind die kitschig oder ganz schlecht gedreht oder so. So. So viel dazu. Meine Haare sehen gerade ein bisschen orange aus, aber ist halt so, ne? Ja, ich habe gestrickte Sachen an. Und zwar habe ich meinen. Hier drunter ist das. Wie heißt er denn jetzt noch? Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Der Regen, genau. Ich habe jetzt leider keine Lust aufzustehen. Der ist auf jeden Fall ganz kuschelig warm. Und deswegen habe ich den an. Und dazu habe ich einen Loop an, den habe ich letztes Jahr gemacht. Und das Witzige an dem Ding ist, dass da noch Fäden dran hängen, ist nicht witzig. Aber den kann man nämlich auch so tragen. Habe ich vorhin auch gemacht und eigentlich ist, jetzt habe ich den falsch. Dann sieht man nämlich ein bisschen aus wie aus dem letzten Jahrhundert. Ich mag das aber ganz gerne. Und dann kann man das hier so zumachen. Mit einem Knöpfchen. Dann hat man das hier so ganz zu und kuschelig. Und das mag ich total gerne gerade so. Oha. Ja, aber normalerweise trägt man den halt so und kann man den halt mit dem Knopf noch so fixieren, wie man gerade das haben will. Wenn man das ein bisschen enger am Hals haben will oder so. Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich fertiges hier gerade so rumliegen hatte. Noch von vor längerer Zeit. Aber vielleicht haben das bei Facebook schon ein paar Leute gesehen. Ich habe ja tatsächlich geschafft, einen Linientreu fertig zu machen. Und den zeige ich euch jetzt nochmal. Und zwar ist das dieses Teil geworden. Falsch rum? Falsch rum. Ich habe den nämlich in glatt rechts gemacht. Ich glaube, der soll eigentlich in. Keine Ahnung. Das ist das prächtige große Teil. Ja.
Und das ist auch ganz witzig, weil den kann man nämlich tatsächlich sich so umschwingen. Jetzt bin ich aber richtig verpackt, ne? Und da laufe ich manchmal so tagsüber mit rum, weil der rutscht nämlich kaum durch die Form. Also der ist tatsächlich so für, wenn es einem im Haus mal kalt ist, kann man den ganz gut umbinden. Ja, das ist das fertige Objekt. Da sind 1 Million Fehler drin, aber ich habe die dann ausgebügelt, indem ich da ganz viel genäht habe und so. Weil ich glaube, ich habe so manche Zunahmen irgendwie nicht richtig gemacht. Ist auf jeden Fall, also ich finde, dass das so ein bisschen hundertwassermäßig aussieht. Und ich fand den erst dann am Ende ganz doof und jetzt finde ich den wieder ganz gut. Aber der zweite liegt noch immer im Korb und möchte weiterverarbeitet werden. Aber ich musste jetzt auch mal irgendwie wieder was anderes machen, weil immer Dreiecke, ist auch so semi, ne? Ja, der fühlt sich auf jeden Fall auch ganz gut an. Das ist ja aus dieser Viva-Wolle. Viva heißt die, glaube ich, ne? Oder? Mal kurz gucken. Viva-Wolle. Ist das jetzt ein anderer Farbton? Da ja, sage ich gleich noch was zu. Aber das ist aus der Reihe von Langjans. Genau. Der ist fertig geworden. Und ich habe ja wieder diese merkwürdige Innenwahrnehmung gehabt, dass ich nichts geschafft habe, ne? Weil ich eigentlich ja. Ich weiß nicht, vor drei, zwei Folgen oder drei, weiß ich nicht mehr, habe ich euch ja mal gezeigt, was ich alles vorhabe, ne? Von Steven Wester, 300 Stück und ein Komodo und noch ein Tuch und noch ein Tuch und noch ein Tuch. Und davon habe ich noch nichts angefangen, weil ich dann wieder noch wieder neue Ideen hatte und irgendwie auch in so einem kurzen Strickdepression war oder so. Keine Ahnung, weil ich irgendwie so viele Sachen machen wollte und nicht wusste, wo ich anfangen sollte. Aber es ist nicht so, dass ich dann nichts gemacht habe. Ich habe dann halt an Sachen weiter gestrickt, die rumlagen. Genau. Ansonsten habe ich wieder neue Sachen angefangen, ne? Die überhaupt nichts mit meinem anderen Konzept zu tun hatten, sondern wieder irgendwie was gesehen und unbedingt gucken wollen, wie es denn aussieht, ne? Aber das Problem habt ihr ja alle irgendwie, ne? Oder viele zumindest. Ja, also diese Ideen immer ist ganz schrecklich, finde ich. Ja, und dann musste ich ja auch so viel Wolle ausprobieren, weil ich ja auch welche geschenkt bekommen habe, als Sonja und Dagmar hier waren. Und von Dagmar den Bobbel musste ich auch mal direkt anfangen. Das ist ja so ein Modalwollknäuel von Wolpedia. Das ist der hier, das ist jetzt davon, also ist noch ein bisschen was zu tun. Aber viel ist auch schon weg. Und zwar mache ich da das Bruinentuch, wo ja auch wieder gewisse Leute den Virus ge. Ich hoffe, dass sich das hier oben noch nachher hinziehen lässt. Nehme ich aber mal stark an. Ja, das ist auf jeden Fall bis jetzt das Tuch. So, und ich glaube aber nachher, dass es das wirklich durchs Spannen ja wohl hoffentlich noch gut wird. Ja, so viel habe ich auf jeden Fall jetzt. Und immer wenn ich keine Lust habe zu stricken, dann häkel ich da dran ein bisschen. Mit einer 2,5er Nadel mache ich das. Und ja, es fühlt sich ganz gut an. Ist relativ kompakt. Dadurch, dass ich eine kleine Nagelschere, genau, Nadelstärke habe. Aber ja, gefällt mir ganz gut. Bin schon ganz gespannt, wie das auch. Ist jetzt schon wieder relativ groß, ne? Aber ich ziehe das natürlich durch, ne? Jetzt kommt der rote Teil auf jeden Fall. So, den habe ich gemacht, weil ich unbedingt das Knäuel mal ausprobieren musste. Ja, ansonsten musste ich wieder Zickzack-Shawls machen, ne? Ließ sich leider nicht vermeiden. Und zwar mache ich da. Ich zeige erst die Wolle, glaube ich, ne? Und zwar mache ich aus dieser Wolle, wenn die mal nicht schön ist, oder? Man sieht leider wieder die Farben überhaupt nicht, ne? Das ist total magic, bunt, orange. Alle, eigentlich alle Farben, die man sich vorstellen kann, sind da drin. Zusammen mit diesem Knäuel hier, den hatte ich in meinem Stash noch. Das ist so ein Mohair-Garn. Das gibt es jetzt gerade, aber ist also aus einer neuen Farbreihe von
von Langjans auch. Kit Mohair heißt das. Und dann habe ich noch diesen hier dazu. Da sind kleine Perlen mit reingearbeitet. Und das ist eine ganz besondere Wolle. Und zwar Luisa Harding. Luisa Harding. Das ist, Moment, das gehört dazu. Da sieht man auch, wie heißt das? Pitura oder so? Oder Pituna. Das ist der hier. Und dann dieser andere, dieser krumpelige mit den, das ist ein Türkis-Farbton und das ist diese hier. Auch Luisa Harding und dann, ja. Genau, das sieht auf jeden Fall aus, als hätte das Locken, das Garn. Und das ist der Schal, der daraus entsteht. Auf den schönen, wie nennt man die, Jackennadeln. Und man sieht die Farben leider alle überhaupt gar nicht. Sieht alles so gräulich aus. Aber warte, ich ziehe das hier mal so ein bisschen auseinander. Das ist das Ergebnis. Und ich finde, dass es richtig schön ist. Ich mache nur von diesen beiden Streifen, hier kommen nur am Ende und am Anfang welche hin. Ansonsten wird das halt so ein, weiß ich auch nicht, für besondere Momente, keine Ahnung. Ja, es gibt böse Zungen, die würden jetzt behaupten, der kribbelt. Sonja, du weißt, wie ich meine. Aber ich glaube, so über eine Jacke oder so kann ich den auf jeden Fall tragen, weil ich bin ja nicht so kribbelempfindlich. Außer jetzt gerade, weil jetzt mein Hals kribbelt. Und das ist sehr unangenehm. Und dann mache ich noch einen Zickzack-Shawl. Oder Scarf heißt er ja, glaube ich. Und zwar, ich zeige auch doch noch mal erst die Wolle. Hatte ich ja schon mal gesagt. Mache ich das aus dieser Baumwolle von Wolle Rödel und aus dem Viva. Die hatte Sonja mir geschenkt, die Beine, und eigentlich wollte ich daraus Handstulpen machen. Habe ich auch gemacht, einen zumindest. Aber ich habe da irgendwas falsch gemacht, glaube ich, weil der, also ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und zwar soll das eigentlich dieses Fischgrätenmuster sein, aber die Fischgräte ist gar nicht entstanden. Also irgendwas habe ich falsch gemacht, deswegen mache ich das jetzt nochmal wieder auf. Wobei ansonsten finde ich das echt schön von den Farben. Ja, die wird auf jeden Fall nochmal gemacht und dann soll da halt noch so ein Lederband so zwischen, damit das so ein bisschen mittelalterlich aussieht. Das hatte ich ja schon mal erzählt und ich glaube, ich werde das auch tatsächlich machen. Genau, und das ist das Ergebnis daraus. Und was sagt ihr? Ist cool, oder? Ich finde, das ist auf jeden Fall ist mal anders, ne? Weil das halt eine neutrale Farbe ist. Und dann dieser schöne Farbverlauf mit diesem Grün und so und Blau und Schwarz. In diesem Licht sieht man das natürlich alles gar nicht. Und unten habe ich mal eine Reihe erst rechts gestrickt und bin dann mit dem Muster angefangen. Und ich finde, das ist auch eine schöne Abschlusskante. Gefällt mir sehr gut. Oh, tut das gut, mal jemandem das erzählen zu können, ohne dass dann gleich so gelangweilte Gesichter. Ja, ist schön. Aber was sollen wir dazu sonst sagen, außer ist schön, ne? Vielleicht fällt euch ja noch ein bisschen mehr dazu ein, außer ist schön, ne? Ja. Da bin ich dran am Werkeln. Oh. Ich habe ja gar nichts geschafft. Ja, ansonsten habe ich ein altes Strickstück wieder auf, Häkelstück wieder aufgemacht und habe einen Schlauchdings gemacht. Aber das ist nur ein ganz kleiner, das war 450 Gramm und ich wusste nicht, was machst du denn jetzt mit dem Ding, ne? Und das ist eigentlich vom Farbverlauf total schön, finde ich. Weil das so schwarz ins Blaue, also ins Türkise übergeht. Und ich dachte jetzt so zu Weihnachten,
Kann man auch mal wieder ein bisschen glitzern, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein kleiner Schlauchdings geworden. Den habe ich am ersten Tag, als ich krank geworden bin, gemacht. Und was noch dazu zu sagen ist, das habe ich auf Facebook bei einer anderen Frau gesehen. Ich habe da Rosenstäbchen in jeder zweiten Reihe gemacht. Könnt ihr das vielleicht sehen? Da sind die Stäbchen, da sind die Rosenstäbchen. Ja. So, jetzt in der Kamera sieht das ganz schön aus. Den habe ich in, weiß ich auch nicht, kurzer Zeit gemacht. Genau. Ich habe noch was entdeckt, gerade eben, beziehungsweise gestern, als Luna meinte, lass mal gucken, ob ich auch was für in deinen gemachten Sachen finde, was ich tragen würde, irgendein Schal oder so, aber bei ihr kribbelt alles. Also die hat dann gleich immer, und die hatte tatsächlich auch so rote Flecken immer gleich am Hals. Da ist mir auf jeden Fall dieser Rock nochmal in die Hände gefallen. Den habe ich letztes Jahr im Winter gemacht. Und der ist auch richtig schön, weil der ist ganz transparent, wie man sieht. Und da kann man eine Leggings drunter anziehen und dann sieht das irgendwie ganz schön aus, finde ich. Also ist einfach hier oben eine rechts, eine links, dann glatt rechts und dann habe ich das Wellenmuster dran gestrickt. Und welche Wolle das ist, kann ich jetzt wirklich nicht mehr sagen. Es ist auf jeden Fall alles in so dunkelrot und grün und so gedeckte Farben. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein ganz schönes Teil. Und habe ich mir mal rausgegraben und dachte, jetzt kann es ja auch mal getragen werden. Ich habe mir nämlich vorgenommen, jetzt alle meine Sachen auch mal zu tragen. Nicht, dass sie da im Schrank noch verrotten. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne? Ich denke nämlich gerade, hä, was ist denn hier los? Wieso ist es denn das so viel? Ja, das letzte Mal war das mein Resümee. Das muss also in der ersten Novemberwoche gewesen sein. Also ist es schon ein bisschen her. Fast 3 Wochen. Da kann man ja auch ein bisschen was schaffen. Auf jeden Fall ist hier jetzt gerade eine. Jetzt habe ich gleich einen Hustenanfall, glaube ich. Versucht ihr nochmal wegzutrinken. Könnte klappen. Ja, ansonsten habe ich weitergemacht an Sockenexperimenten. Und dabei ist dieser schöne Socken rausgekommen. Das ist eine Anleitung von Ravelry, die ich jetzt nicht mitgenommen habe. Die ich auch versuche, mal unten in die Shownotes reinzuschreiben. Ja, auf jeden Fall, meine Socken werden jetzt, also der sitzt halt am Fuß echt perfekt, ne? Also ich finde, dass der richtig schön geworden ist, dank der Mogelferse von Sonja. Oh, ich bin ganz begeistert. Und das Muster ist so schön und der Farbbobbel ist auch so geil. Das ist ja hier so ein, ich hole den nochmal kurz raus. Das ist zwar ein anderer Farbton, aber das ist die Austermann Murano. Und Glimmer-Omi hat mich gefragt, ob die weich ist. Ja, die ist echt weich. Also würde ich jetzt. Ich meine, ich bin halt ein Pferd, ne, was das angeht. Aber ich glaube, dass die weich ist. Daryl meinte auch, die ist weich. Und die ist so schön, ich zeig die nochmal. Und ich habe sogar fast den zweiten Socken schon fertig. Da bin ich jetzt so weit. Haha, ich bin total begeistert. Weil ich habe Ramonas Video gesehen und die hatte ja eine geile Idee, ne? Und da werde ich auf jeden Fall auch mitmachen, und zwar alte Sachen fertigzustellen, ne? Und deswegen habe ich mal so geguckt und ich habe relativ viele einzelne Socken, ne? Also ziemlich. Und die sind zwar alle nicht so toll geworden, finde ich, weil die halt noch aus einer anderen Epoche sind, quasi. Aber ich werde mir jetzt ein paar da raussuchen und den zweiten dann einfach noch ein bisschen schicker machen und dann trotzdem die benutzen, weil es ja eigentlich auch blöd ist, wenn man überall nur einen Socken hat, ne? Dann müsste man sich ja irgendwie noch einen einbeinigen Menschen irgendwie anschaffen, ne? Einen einbeinigen Mann oder so? Nee, ich will gar keinen. Auch nicht einen einbeinigen.
Ja, also werden die zweiten Socken jetzt fertig gestrickt. So, weiter im Text, ne? Muss mal eben kurz mich neu positionieren. Dann war Daryl hier und hat mir selbst gefärbte Wolle mitgebracht. Und zwar dieses schöne Sockenwollteil. Was hat sie denn dazu noch gesagt? Eidechsenfärbung oder sowas? Aber kann auch sein, dass es das falsches Wort ist. Auf jeden Fall ist der nicht schön. Und jetzt die Frage, ne, was mache ich mit dem? Also Socken kann ich nicht daraus machen, das ist mir zu wertvoll. An dieser Stelle nochmal danke, Daryl, das ist so schön, das Teil. Ich muss das jetzt auch immer erst noch ein bisschen anfassen und so und gucken, mit was ich die kombiniere. Irgendwas wird sich da sicherlich Schönes finden. Vielleicht wird das ja auch wieder mal ein Tuch. Vielleicht ja auch eins von den Steven West-Geschichten. Daryl, du hattest gesagt, du bist startklar für den Dotted Ray, ne? Ich glaube, ich auch. Nochmal versuchen. Den anderen habe ich ja ganz aufgeribbelt, ne? Der existiert nicht mehr. Ja, ansonsten ist mir hier die Wolle ausgegangen, sonst wäre ich da auch sicherlich schon weiter gewesen. Und das ist auch Langjans, die Seta-Wolle. Das ist so ein Seidengemisch. Und das wird der Ferry von Astrid Müller. Astrid, guck mal, so weit bin ich jetzt. Ich hoffe, dass das alles richtig so ist, aber ich glaube, dass es so gehört. Auf jeden Fall erst mit diesem Judy's Magic Cast On oder wie das Ding heißt. Jetzt habe ich ganz viele Maschen verloren, bin ich blöd, ne? Aber die kann ich wieder auffangen. Ja, und auf zwei Nadeln und jetzt habe ich die schon auf eine große getan und jetzt muss eigentlich nur noch Strecke gestrickt werden. Aber wie gesagt, mir ist die Wolle jetzt ausgegangen. Also das wird auf jeden Fall so über den Kopf gezogen und an der einen Seite ist die Schulter frei, an der anderen offen. Das ist so eine Art Poncho. Irgendwas zwischen Poncho und weiß ich nicht, Jacke. Gefällt mir auf jeden Fall total gut und ich bin sehr gespannt, wie das dann fertig aussieht. Ja, keine Wolle mehr, ne? Deswegen habe ich da jetzt auch nicht weitergemacht. Was versteckt sich denn hier noch? Dann sind wir ja noch im November und es besteht noch der Karl, wir stricken einen RVO. So, und das ist bis jetzt meiner. Das ist der für meine Tochter Mara. Das soll so ein Oversize-Ding werden und das ist aus Baby-Alpaka in so einem Rosaton, so ein Roseton. Das Strickbild finde ich sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber dieses Grobere gehört zu dem Style, würde ich mal sagen, und auch zu der Wolle. Ich habe doch schon mal was mitgemacht, so das sieht halt nicht so ganz ruhig aus, finde ich. Aber das liegt, glaube ich, echt an der Wolle, weil die so ein bisschen uneben ist. Also, das ist die Wolle dazu. Ja. Da wird jetzt auf jeden Fall heute noch ein bisschen weiter gestrickt. Und ich bin ganz gespannt. Auf jeden Fall, ey, das sieht wirklich aus, als wenn das ein Pullover wird, ne? Ich bin total fasziniert von der Technik und ich hoffe, ich mache das nicht. Aber mir kribbelt so in den Händen, noch einen anzuschlagen. Aber auch den Komodo würde ich gerne anschlagen. Aber ich habe ja so viel auf den Nadeln und ich kann mich nicht begrenzen, ne? So fürchterlich. Und wenn ich so krank bin, dann bin ich auch noch so maulig und will am liebsten noch 10 Sachen am Tag neu anschlagen. Das ist nicht gut. Sag doch mal was. Sag, Susanne, du hast schon so viel auf dem Nadel. Mach doch mal was zu Ende. Aber man kann ja auch nicht sagen, dass ich nichts zu Ende mache, dass ich alles nur anfange und dann nicht weitermache. Ist ja nicht so, ne? Oder? Nein, ist nicht so, ne? Nee, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal diese Sachen machen und dann. Oh.
Auf jeden Fall das mit diesen UFOs, ne, das finde ich total genial. Da mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr mit. Und dann kommen die mal alle weg. Obwohl, das sind gar nicht so viele. Vielleicht 10? Ist das viel 10? Wenn man die Sorgen mitzählt, dann ist man mehr als 10, ne? Oh. Dann ist es wiederum wesentlich mehr. Aber das mache ich einfach nicht. So. Was habe ich denn noch angestellt? Ach so, den habt ihr den schon fertig gesehen? Der ist leider einen Tacken zu klein geworden. Also, das ist der hier. Den habe ich ja auch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt. Aber der passt, ne? Der ist halt nur sehr. Also, der schmiegt sich halt richtig an den Fuß an. Aber macht nichts. So, ich gucke mich hier jetzt gerade so wild um. Weil ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt alle angestrickten und gestrickten Sachen euch gezeigt habe. Ansonsten habe ich noch was entdeckt bei Teddy. Das ist so ein billig, keine Ahnung. Sonderposten auch nicht, nee. So Handarbeitssachen und Haushaltsartikel und Kerzen und schlag mich tot und so. Also das, was man manchmal in so teuren Läden, Depot oder so sieht, dann gehe ich da nochmal hin und dann kostet das da halt nur die Hälfte, obwohl diese Einstellung eigentlich scheiße ist. Ich finde eigentlich auch besser, mehr Geld auszugeben und gute Qualität zu haben, aber manchmal, also bei solchen Sachen zum Beispiel wie diesen Anhängern, die würden jetzt im Idee-Dingsmarkt, Bastelladen, wird ein so ein Ding 3 Euro kosten und hier sind irgendwie ganz viele drin für 1,50 und da sind lustige Sachen drin, ne? Ein Telefon sehe ich jetzt von hier, ein Kamel, eine Schildkröte und so. Und die haben 1,50 gekostet und da kommt ein Draht dran und dann sollen das halt Waschmarkierer werden, ne? Ja. Und dann gab es auch noch die, ich weiß nicht, wie viel sind da drin, 5 Stück, 5 solche Scheren. Und die fand ich auch sehr, sehr schön, muss ich mal sagen. Die könnten auch mal so an irgendeinem Tuch so an der Seite runterbaumeln, so an einer Kante oder so, Ecke. Und dann sind hier noch diese Blätter, die ich auch sehr schön finde. Genau, da kann man so ein bisschen mit rumbasteln. Ja, und die haben nur 1 Euro gekostet, ne? 5 Stück von diesen Dingern. Kosten sonst woanders halt wesentlich mehr. So, habe ich jetzt alles gesagt, habe ich alles getan, habe ich alles gemacht. Ich glaube wohl, wie viel Zeit habe ich jetzt rumgekriegt? 27 Minuten tatsächlich. Ja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt wieder auf mein Lager begeben, was mir sehr schwer fällt, weil ich hatte mir nämlich von den Kindern gewünscht, 2 Tage kein, also Ruhe. So, die sind ja halt immer da, die gehen an ihren Wochenenden, an den Wochenenden nicht mehr zu ihrem Papa. Warum auch immer. Will ich jetzt nicht hier erläutern. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal 2 Tage irgendwie Ruhe haben. Aber nicht, wenn ich dann nach 2 Tagen aus dem Bett wieder aussteige und die Wohnung zerbombt ist, keine Wäsche gemacht ist, nicht abgewaschen ist, meine Spülmaschine ist nämlich auch noch kaputt gegangen. Juhu. Trockner und Spülmaschine beides gerade hinüber. Das heißt also, ist ein bisschen mehr Arbeit, ne? Und da ist eigentlich die Absprache, jeder macht seinen Kram weg und so. Funktioniert auch gar nicht so schlecht. Aber jetzt sollen die halt alles machen, ne? 2 Tage lang. Und jetzt sieht die Küche ehrlich gesagt aus wie nach einem Bombenattentat. Und ich versuche da gleich nicht reinzugucken und einfach straight ahead ins Schlafzimmer zu gehen und einfach mich um mein Gestricke zu kümmern und Gehäkle. Ich versuche das jetzt mal durchzuziehen. Vielleicht entwickeln die dann auch sowas wie Verständnis, ne? Wenn sie mehr, selber merken, wie, ey, wie scheiße ist das denn? Ne? Du räumst immer auf, du machst immer sauber, aber es sieht immer, steht was rum, ne? Vielleicht schneiden die das dann durch und denken dann, oh, komm, wir machen nicht mehr hier so Action. Oder so, aber es ist auch, glaube ich, nur Wunschdenken, glaube ich. Ah, hier sehe ich gerade noch was. Ach so, ja, bei dem Sockenkarl von Sonja will ich auch mitmachen.
Oh, jetzt klingelt es an der Tür und ich hoffe jetzt einfach, dass da jemand anderes hingeht. Das sind meine ersten Sockenversuche. Sockensäcke. Aber das Muster ist schön, ne? Das ist hier so ein, wie nennt sich das denn noch? Das ist einfach nur ein Perlmuster. Aber Perlmuster ist cool. Außerdem ist die Socke cool, weil die so bunt ist. Und es gibt tatsächlich auch einen zweiten dazu. Und das ist auch diese reinen Sockentechnik, die ich eigentlich auch ganz lustig finde. Und ich finde, dass die Nähte auch gar nicht so schlecht aussehen. Also es wird ja direkt wieder zusammengestrickt. Aber es ist halt trotzdem ein Sack, ne? Aber macht ja nichts. Ich ziehe den trotzdem an den Sack. Ich muss mal gerade probieren, wie so ein Sack am Fuß eigentlich aussieht. Jetzt müsst ihr mir auch noch zugucken, wie ich mir Socken anziehe. Ja. Geht aber, ne? Geht schon. Also es ist auf jeden Fall ein tragbarer Socken. Und wenn man den über andere Sachen drüber zieht, dann ist der auch gar nicht mehr so sackartig. So, ihr Lieben. Dann habe ich mich ja wenigstens mal eben sehen lassen. Und dann werke ich jetzt weiter rum. Und freue mich auf ein nächstes Mal. Und ihr hoffentlich vielleicht auch. Ja, viele liebe, liebe Grüße an alle natürlich, wie immer. An die tollsten Zuschauer überhaupt. Ihr seid alle so toll. Und ja, ich freue mich immer noch, dass Sonja hier war und Dagmar, davon zerre ich immer noch. Daryl lässt sich ja zwischendurch immer mal sehen, das ist auch cool. Aber ja, die habe ich echt in mein Herz geschlossen, ganz schnell, die Dagmar und die Sonja. Und manchmal, ich habe die ja nur 2 Tage erlebt, ne, aber fehlen die jetzt schon in meinem Leben, ne? Wenn ich von Sonja 2 Tage nichts höre, ne, habe ich direkt Sehnsucht nach ihr. Ja. Da wird jetzt rumgebrüllt. Oha, wer wäscht ab oder so, ist jetzt bestimmt das Thema. Ja, ansonsten an Steffi nochmal liebe Grüße, weil du hast mir ja so einen netten Text da gesagt auf WhatsApp und habe ich mich tierisch drüber gefreut. Meine Schwester ganz neugierig gefragt, wer war das denn? Die klingt aber nett. Ja, die sind alle so nett hier in der Stricker-Community. Ja, ich würde jetzt am liebsten wieder alle aufzählen, die alle. An Marco nochmal liebe Grüße für deinen netten Kommentar letztes Mal. Ging runter wie Öl, ne? Oh, danke, danke. Und die anderen Kommentare natürlich auch. Ich müsste eigentlich. Ich werde das echt mal machen. Alle mal aufschreiben und dann irgendwas dazu sagen. Und manchmal schaffe ich auch zu antworten, ne? Aber jetzt, mir ging es echt nicht so gut. Bitte nicht böse sein. Ich lese sie aber wirklich immer. Und ich freue mich immer ganz doll darüber. Ganz, ganz, ganz doll. Ich schleppe das dann auch immer rum und zeige das und guck mal, was die geschrieben haben. Immer mit laufenden, tränenden Augen, ne? Ah. Aber meine Kinder haben sich dran gewöhnt. Alles ist gut. Modus, aber ich sage jetzt trotzdem mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.